Willkommen zurück zu Part 17, Drakensan. Ja, wir haben Ferdok erreicht. Wir sind unseren aufdringlichen Spinner los. Und dann werden wir mit den Stadtmenschen reden. Du siehst aber nicht so aus, als solltest du hier zwischen den Schweinen stehen. Und nein, nicht Fürstentum. Nein. Mit ihm kann ich gar nicht reden. Okay. Dann Schneebstahl. Ja, okay. Ein Heller. Ist zwar nicht die Menge, aber es ist ein Heller. Zunderschwamm, da ich weiß, dass ich Ferdok noch länger besuchen kann und die Pflanzen eh nicht nachwachsen, lasse ich den noch stehen, bis ich besseren Skill habe. Ich habe keinen Bock, dass mir irgendwie alle kaputt gehen. Halt! Ich kann euch nicht passieren lassen, wenn ihr keine schriftliche Genehmigung vorzuweisen habt. Gut, scheint in Ordnung zu sein. Ich werde euch eine Adresse für die Person eintragen. Ich habe gerade jemanden beklaut. Und das erklärt die Schwierigkeiten, die ich auf dem Weg. Achso, in Ferdok hat sich eine Reihe von Verbrechen ereignet. Das erklärt, wieso ich. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ardo von Eberstamm war sein Name. Euer Freund. Hat euer Freund in seiner Einladung eine Örtlichkeit benannt. Hier. Ah, am Breyersplatz. Gut. Hab Dank, auf Wiedersehen. Jemand ist gerade aus der Stadt gegangen und muss beklaut werden, habe ich gehört. Nein! Er ist mir entkommen! Was soll denn jetzt mit seinem vielen ungeklauten Geld passieren? Dafür wird diese Wache leiden müssen. Nein, wird sie nicht. Ich könnte mir jetzt auch hier den Spaß machen und alle beklauen. Andererseits habe ich in dieser Aufnahme was anderes vor. Genau, Rolana, wir sollten den Typen besuchen. Ja. Also, wie gesagt, ich habe in dieser Aufnahme was anderes vor, als Leute zu beklauen. Das wäre für euch sicher auch nicht so interessant. Das dort muss der Hesinde-Tempel sein. Ich bin gespannt, wann die Drachenquest endlich ausgerufen wird. Drachenquest, okay. Wir haben irgendwas mit unserem Charakter. Wahrscheinlich Quest-Inventar, ne? Ja. Ja, wir haben den. Stack dich. Okay, ja, nicht. 1255 ist Max? Nein, sicher nicht. Und. Einladung. Gehe zum Haus. Bringe das Paket. Ja. Galo wird dieses Päckchen nie von mir bekommen. Nie. Diebische Aufnahmeprüfung. Finde immer noch die Diebesgilde. Wir könnten uns jetzt den Hesinde-Tempel und alles ansehen. Aber nee, muss nicht. Ich könnte auch hier versuchen, alle zu bauen. Der Städter ist uns eben schon mal durch. Mach endlich Platz und belästige uns nicht mit deinem fliegenden Atem. Verschwinde! Muss ich jetzt Beine machen? Der Adel benimmt sich mal wieder, wie sich der Adel so. Also, wie Arsch. Schon gut, Ferio. Aber
Ich bin sicher, er hat seine Lektion gelernt. Trotzdem werde ich diesen Städter beklagen. Dann nehme ich 3 Heller dabei. Was ist mit dem armen Bürger? Kann ich nicht schauen. Es gibt sicher später nochmal eine Gelegenheit. Ja, die beiden Spinner. Sagen wir mal, wir haben sie auch nicht zum letzten Mal gesehen. Ich glaube, die bleiben dort. Sprechen wir sie mal an. Was seid ihr denn für eine armselige Gestalt? Was für eine Frechheit, Mäzen Castan Wagnitz anzusprechen. Hinfort mit dir. Ich gehe davon aus, die beiden haben einen hohen Taschendiebstahlwert. Und werde mich offline darum kümmern, um ihr Geld zu erleichtern, weil dann kann ich gucken, welchen Wert sie haben, dann beklauen. Das ist insofern, wenn man das als Pen and Paper spielt, dann kann man zumindest versuchen, durch Aufmerksamkeit... Oh weh, was mache ich nur? Kann mir denn niemand helfen? Wie soll ich ohne meinen Handschmeichler arbeiten? Ja. Ich habe meinen Schmeichler dabei. Wie ich gerade erklären wollte. Also man kann im Pen and Paper versuchen, also man kann den Spielmeister fragen, ob der Taschendiebstahl bei dem leicht ist. Und dann meistens ist es mit mit Sinnesschärfe ein Wurf machen und gucken, ob man den besteht, dann schon mal. Genau. Er hat. Stahl 10, ja, gut, aber scheiße gewürfelt. Nee, mit 4 würde ich das ja. Also hier sind die Taschendiebstahl schwer. Ne, je nachdem, wie gut man den besteht. Wenn man ihn nicht besteht, heißt es einfach nur, nichts passiert. Kann man schon mal sagen, ja, der hat so. 1 bis 5, 5 bis 10, oder, ja, so grob. Wenn man ihn sehr gut besteht, kann man auch wirklich direkt die Zahl bekommen, die man dann haben wird. Geht bitte weiter. Dieses Haus ist per Dekret der Stadtwache nicht zu betreten. Mein Freund Ardo wohnt hier. Euer Freund wurde ermordet am Hafen aufgefunden. Weitere Opfermorde. Das kann nicht sein, er hat mir kürzlich einen Brief geschickt. Ja, wenn er heute tot am Hafen gefunden wurde und sein Brief vor einem Monat losging. Alles über die Morde wissen. Euer Freund, aber ich kann euch nicht weiterhelfen, selbst wenn ich wollte. Die Untersuchungen der Morde sind Verschlusssache der Stadtgarde. Du bist Stadtgardist. Irgendjemand muss mir doch Auskunft geben können. Verdammt, ihr könnt mich doch nicht einfach stehen lassen wie der hergelaufene Pöbel. Verzeiht, es war nicht meine Absicht, euch zu beleidigen. Der Einzige, der im Augenblick Ada Dorkenschmied. Sie sollte am Wachhaus sein. Oh, das gefällt mir. Sie. Ich zeichne euch den Weg auf eure Karte ein. Dann wird mir wohl nichts aufs andere übrig bleiben. Kein Ton. Keine Sorge, Tippi. Ich werde euch auf der Suche nach dem Mörder helfen. Und aus Ehre. Ja gut, wenn Amazone anfängt, über Rondras Ehre zu reden, ich glaube, dann sollte man das hier ruhig abnehmen. Sollte hier nicht irgendwo so ein halbnackter Penner rumstehen? Dranor. Unten am Preiersplatz, oder? Nacht? Ich habe ihm nicht zugehört. Oh weh, was mache ich nur? Kann mir denn niemand helfen? Wie soll ich ohne meine...
Entschuldigt bitte. Ach, ich bin beinahe über diesen dummen Hühner gestolpert, dabei habe ich meinen Glücksbringer, einen alten Handschmeichler, verloren. Er muss in die Kanalisation gefallen sein. Könnt ihr ihn für mich zurückholen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Wisst ihr meinen Handschmeichler gefunden? Ja, du bist auch ein Handschmeichler. Ja, theoretisch könnte ich jetzt hier alles beklauen. Wenn es fehlschlägt, sagen egal, aber ich will unbedingt wissen, was sie in den Taschen haben. Was ist denn passiert, Frau Hauptfrau? Wir haben gerade diesen Möchtegern-Halunken Dranor erwischt. Er hat doch tatsächlich versucht, heimlich über die Stadtmauer zur Grafenstadt zu klettern. Und er ist gefallen. Direkt vor die Nase einer unserer Leute. Der Bursche muss den ganzen Weg in seine Zelle übergejammert haben. Naja, wenigstens bleiben ihm dort weitere Unglücke erspart. Aber weshalb seid ihr schon zurück? Habt ihr eure Untersuchungen im Hafenviertel so schnell abschließen können? Ja. Bedauere, nein. Obergardes Taschmann hat mich zurückgeschickt. Ich soll ausrichten, er würde sich bereits um alles Notwendige kümmern. Ihn werde ich aber nochmal ausrauben, weil ich will wissen, ob das der gleiche NPC nochmal ist und er immer wieder in denselben Weg läuft. Ich mach schnell. Nein, es ist ein anderer. Aha. Es gibt also eine Reihe von NPCs, die gezwungen sind, den ganzen Tag sinnlos Wege zu laufen. Das erweckt das Bild einer lebendigen Stadt. Also insofern gar nicht mal unpassend. Ich mach das schon. Puzzle. Ich mag Puzzle. Ja, und so geht das manchmal den ganzen Tag. Diebstahl im Winter auf. Diebstahl im Winter auf. Da ich dem elenden Dranor, wie auch immer der Spinner heißen mag, Feilschen beigebracht habe, möchte ich gerne auch mit maximal Feilschen jetzt verkaufen. Es geht darum, Geld zu sparen. Na, sprichst du mit uns? Nein? Dann sie. Wie kann ich euch helfen? Du bist hübsch. Können wir dich mitnehmen? Könnt Dranor dann auch behalten. Verzeiht, Tibili. Komme gerade vom Eberstamm Anwesen. Todfreund Dranor, wachhabende. Tod, ihr seid jedoch versichert, dass wir alles in unserer Macht stehen tun, um den Mörder zu fassen. Ja, das ist ja nicht viel. Leider kann ich euch zu dieser Stunde keine Einzelheiten über die jüngsten Untaten nennen, Graf und so weiter. Einen Moment noch, eine meiner besten Freunde gibt es denn nichts, was ich tun könnte. Tatsächlich wurde Graf jüngst eine hohe Belohnung für die Ergreifung des Mörders ausgerufen. Auch wenn wir durch die Vorfälle in Avestreu und den Wegfall der gräflichen Lanzenritterinnen kaum genug Leute haben. Was sollen denn Lanzenritterinnen in der Stadt? Ja, andererseits, sie haben sich auch eine normale Kampfausbildung. Ich beschwöre euch, lasst mich euren Auftrag handeln. Also gut. Ermittlungserlaubnis fördern. Erlaubnis in meinem Namen. Ermittlungen anzustellen. Ich will euch in einige Sachen einweihen. Beim Andenken an Adogard Eberstamm Ehrenwort. Gut, dann soll es so sein. Mein Wecker gestellt? Nein, habe ich nicht. Das ist doch mal schön. Ich weiß, dass ich irgendwie um 4 Uhr 2 oder 3 angefangen habe. Andererseits weiß ich das auch nicht so sicher.
Handelt ihr Stadtwache. Das erste Opfer, Bettler Hilleko. Vormannsheim gefunden. Bekannter Immanspieler, den die meisten dort nur Drache nennen. Lag im Hinterhof, Taverne, flinkes Frettchen. Euer guter Freund wurde am Anlegeplatz im Hafen aufgefunden. Einzelheiten könnt ihr erwähnt, dass ihr meinen persönlichen Auftrag handelt. Weder diese Kladis noch ein Leibwächter sind mir bekannt. Okay. Forgrim. Das hört sich nach einem Zwerg an. Findet ihr sicherlich unter einem der Tische im Silberkrug Breiersplatz Taverne. Dip. Wachfrau Dorkenschmied, Vertrauen. Ich werde euer Vertrauen nicht enttäuschen. Auf bald, Tippi. Viel Glück. Ihr seid ja immer noch der Rübinger Hafenangelegenheit, jawohl. Halt! Ja, funktioniert. Sie hat 9 Nüsse dabei. Alle mal hergehört. Das sind mehr Nüsse als die meisten anderen. Das ist gut. Und sie war erschwert um 8. Okay. Keinen einzigen Punkt verbraucht. Finde den Handschmeichler und ganz viele Förderaufgaben. Abgeschlossen. Darf ich jetzt in sein Haus? Was soll hier mitten auf dem Weg wachsen? Sonderschwamm. Das wächst hier an der Hauswand nicht mit auf dem Weg. Okay, da ich hier jetzt quasi Blindflug mache, ohne Wecker, und ich keine Ahnung habe, wie lange ich schon spiele, versuche ich mal nochmal ins Haus zu kommen, spreche mit dem Zwerg, und wenn der Zwerg mitkommt, oder wenn ich mit dem Zwerg fertig bin, dann ist... Wow. Mal gucken, wie lange es dauert. Kann ich jetzt in das Haus? Das Haus ist gesperrt, bitte geht weiter. Geht ja mal gar nicht. Städter. Taverne Silber. Wir gehen natürlich durch die Doppeltür. Nicht durch die Haupt- oder durch die Eingangstür. Warum auch? Das wäre ja einfach. Vielleicht kann ich das an meinem Montag. Ja, das war Part 16 Ende. Oh. Wenn das Part Ende ist, dann muss ich jetzt wirklich gleich ausmachen. Nein, ich spiele nicht zu seltsamen Zeiten. Lass mich. Ich will mehr Bier. Willst du mich umbringen? Dein bisschen scheiden Kumpel? Willst du so eine Giftbrühe anregen? Sein wahre Freund und mach schon ein schönes Helles, klar? Du schuldest mir noch 4 Heller. Du bekommst nichts mehr. Dir steht das Helle doch schon bis zum Hals. Ach, Scheiße, kein Frosch und schenk noch ein letztes. Ein. Geh lieber nach Hause und bring dein Bart in Ordnung. Schrecklich sieht das aus. Was sollen nur die Leute von dir denken? Ich glaube, jetzt sagen sie nichts mehr. Willkommen im Silberkrug. Ich muss dringend mit Forgrim reden. Unser gemeinsamer Freund Ardo wurde ermordet und so weiter. Ardo, mein Freund, ist tot. Randan, ein letztes Bier. Komm schon. Traurige Geschichte, der arme Forgrim steht ihn. Er sieht ihn nur an. Seit sein Herr ermordet wurde, ist er nur noch betrunken
Rücken ergibt sich die Schultern allem, sogar seinen langen Bart hat er sich abgenommen als Zeichen der Schande. Ja, wenn du meinst... Hey, du scheinst nüchtern geworden zu sein. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Wisst ihr eine Möglichkeit, ihn wieder munter zu machen? Ja, ihr könnt ihm einen Krug Förderker spendieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass er endgültig umkippt. Doch, ich habe was für euch. Mein Geheimrezept, ein dunkles Spezial, hausgemachte Kräuterbrühe. Sie weckt sogar Bären aus dem Winterschlaf. Wie wär's damit? Bitte mischt mir eins davon. Hier habt ihr ein... Ich hab hier unter dem Tresen einen kleinen Vorrat. Nehmt einen Krug auf Kosten des Hauses. Danke. Willen Hels. Willen Bier. Hast du nicht Lust am... ehrlichen alten Zwerchen ein auszugeben. Yeah. Aber es, ach, seufzt. Ja, Meister Vorgrim, trinken mal schön alles aus. Was ist das für ein Gesöff? Kräuter, wer hat es gewagt? Im Sohn des dunkles Spezial anzudrehen. Also warte, ich. Vorgrim, bitte beruhigt. Mein Name ist Tibi. Ardo hat euch bestimmt schon mal von mir erzählt. Stimmt, Ardo hat tatsächlich von euch erzählt. Ein Freund von Ardo ist auch mein Freund. Ardo ist tot, wisst ihr das? Dennoch nicht, er ist. Es ist alles meine Schuld, ich hätte auf ihn aufpassen müssen. Und so weiter. Und so weiter. Ich weiß, dass Ardo ermordet wurde, deswegen suche ich nach seinen Freunden. Wieso seid ihr nicht bei ihm gewesen? Er wollte es nicht. Und damit hast du keine Schuld mehr. Ein Treffen, sagt ihr. Worum ging's? Ardo sollte sich dem Obergardisten der Stadtgarde Taschmann... und so weiter. Er hätte es nicht lebend zu dem Treffen geschafft. Vorgrim, hört mir zu, ich brauche eure Hilfe, um Ardos Mörder zu fassen. Ja, ich denke, der Schluckauf ist gleich weg. Ich reagiere immer so auf das widerliche Zeug. Ihr müsst mir alles erzählen, was ihr wisst. Fragt einfach. Ist nüchtern. Oh Gott. Gladys, haltet mich bloß von dieser diese Nervensäge von Hals. Gladys, weiß man nie so genau, woran man ist. Manchmal fragt man sich, wieso sich Ardo mit so jemandem abgegeben hat. Streift oft durch Fuhrmannsheim, Taverne, sanften Sau und so weiter. Taschendiebin. Ja, Taschendiebin, das hört sich doch schon mal sexy an. Kann ich euch noch was fragen? Kommt vor Grimm, ja, Rache für Ardo und so weiter. Ihr seid der Sohn Vorax. Als ob euch ein paar lächerliche Biere kleinkriegen könnten. Lasst uns gemeinsam auf den Mord zurückgehen. Ihr habt Recht, Verantwortung und so weiter. Ja. Schaber. Ein dunkles Spezial hast du mir unterschieben lassen. Eigentlich sollte ich dich die Zeche zahlen lassen. Aber was soll's. Schreib deine verpexten 4 Heller an, ich zahle sie später. Gut, dann hätten wir das auch hinter uns. Ich sag dann mal danke fürs Zuschauen. Ich werde raubend bzw. klauend durch die Stadt ziehen. Raub würde ja Gewalttaten mit inbegreifen. Ja, bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Bis bald!